Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Life. Ja, sie ist schon ganz aufgeregt, man sieht es. Tin können wir natürlich immer noch nicht bezahlen, aber wir sollen nach Aurel sehen. Dummerweise habe ich es jetzt hingekriegt, zwischendurch mal rauszugehen, weil ich nicht alles am Stück aufnehmen konnte und ich weiß nicht mehr, wer Aurel ist. Ich glaube aber, das war die wir ganz am Anfang gesehen hatten. Standen hier nicht auch die Namen drin, wenn man sich das anguckt? Moment, hiermit konnte ich zoomen, nicht mit der Maus. Die meine ich jetzt eigentlich, wäre das gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Die anderen könnten wir uns eigentlich auch mal angucken. Stadt, Werkstatt, ja, steht nur Backstübchen. Nee, das ist Tin. Hier steht es ja auch, Tin-Tüftelei. Gemischtwarenladen, da müssen wir auch noch mal eben vorbeischauen. Spa. Ah. Also ich meine, dass die das gewesen ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kann man hier eigentlich sehen, wie viel Geld wir haben? Nee. Aber ich denke mal, wir haben gerade noch. Ach nee, hier unten 95. Wie viel sollte ich noch mal an Tin bezahlen? Da bin ich jetzt gerade. Ah nee, Mai war das übrigens. Hat mir eine Menge Werkzeug gegeben. Ja, da steht jetzt nicht drin, wie viel das war. Blumenlieferung, sie nach Auriel. Kann ich beides anklicken? Kann ich. Aber dann steht nicht beides drin. Da steht nur bezahle Tin. Okay. Das sind irgendeine Bewandtnis? Oder habe ich das jetzt ausgeschaltet dadurch? Moment. Wenn ich das jetzt rausnehme. Den Gefallen erwidern. Bringen die Suppe. Habe ich die Suppe überhaupt dabei jetzt? Moment. Ah, jetzt steht das. Ah, okay, wenn das weiß ist, dann ist das aktiviert. Die Frage ist jetzt nur, habe ich die Suppe jetzt überhaupt dabei? Ich habe die Suppe gar nicht. Moment. Das sind die Brennnesselsuppe. Tagebuch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt in der letzten Folge gemacht habe. Ach du Schande. Die Frage ist jetzt auch, wer war Aurel? War das der hier? Reden? Ah, ja, okay. Ah, entschuldigt bitte, dass ich jetzt so verwirrt bin, aber ich habe jetzt einige Tage nicht mehr gespielt. Oh, hallo, was kann ich dir bringen? Gar nichts. Ich habe deinen Brief bekommen. Wunderbar. Da wir beide relativ neu in dieser Stadt sind, hatte ich eine Idee, wie wir mit allen in Kontakt treten können. Ich habe diese kleinen Häkelblumen in meiner Freizeit als Geschenk für unsere Nachbarn gemacht. Aber ich bin immer noch sehr damit beschäftigt, den Laden zu organisieren. Ich bin sicher, du bist auch sehr beschäftigt, aber fragen kann nicht schaden. Hättest du Interesse daran, die Geschenke an unsere Nachbarn zu verteilen? Nö, aber ich würde es machen. Auf diese Weise können wir ihnen den Tag verschönern, ein bisschen plaudern und dabei helfen, meinen Laden bekannt zu machen. Ach, seinen Laden. Ich darf nicht bekannt werden. Okay. Und natürlich bekommst du auch hier einen Gutschein für deinen nächsten Einkauf. Was denkst du? Na gut, okay. Wenn ich einen Gutschein kriege, okay. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich werde es tun. Super. Ich habe den Häkelblumen einen kleinen Flyer beigefügt, damit alle wissen, wo sie mich finden können. Und eine gehäkelte Blume bekommst du natürlich auch noch. Na danke. Oh, vielen Dank. Die Blumen sind so hübsch, dass ich direkt meine Stimme verliere. Und du hast sie alle selbst gemacht. Du bist wirklich talentiert. Haha, danke schön. Aber es geht nicht immer um das Können. Das Wichtigste ist, was dein Herz fühlt, während du etwas herstellst. Das ist die Magie des Herstellens. Objekte sind einfach nur Objekte, egal wie gut sie gemacht sind. Aber durchdrungen von reinen Absichten und Emotionen werden sie zu etwas Besonderem. Auf diese Weise kannst du ein bisschen von dir und anderen teilen. Mit anderen teilen. Boah, das ist der Grund, warum mich diese Blume so warm und glücklich macht. Haha, ich bin froh, dass es das tut. Ja, das ist die Macht des Geistes, ne? Hier können wir nichts. Das ist wahrscheinlich sein Haus hier, oder? Da war doch noch irgendwas mit dieser Gemeinschaftskiste. Kann man den Kuchen. Kann man nicht aufteilen, oder?
Tue ich den da rein? Nimmt er das an? Will er da spezielle Sachen haben? Weil er tut sich jetzt nichts, dann behalte ich den lieber. Okay, so, bringt Tin eine Blume. Der war auf jeden Fall hier oben. Moment. Ich gehe nicht davon aus, dass das funktioniert. Es funktioniert auch nicht. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Lalala. Moment, Moment, Moment. Ich bin hier falsch rum, oder? Da ist Tin. So. Hey. Brauchst du noch etwas? Ich habe ein Geschenk für dich. Aber nicht meine Häkelblume. Moment. Ich dachte... Nein, das war... Achso, Lieferung. Darunter zählt es, oder? Lieferung für dich. Oh, für mich? Ich habe nichts bestellt. Außerdem, seit wann haben wir einen Zusteller? Sind die Lieferbots ausgefallen? Alle auf einmal? Das ist eine Bot-Apokalypse. Oh, nein, nein. Ich denke, die Lieferbots sind in Ordnung. Oh, haha, alles klar. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so erschrecken. Erschrecken? Mich? Pff, nee. Wie auch immer, was hast du da? Das ist ein Geschenk von Aurel. Xier ist, sind zur gleichen Zeit wie ich hierher gezogen. Wie Xier. Und ist, sind. Hä? Das sollte einer nochmal in seinem Deutsch arbeiten. Also er ist zur gleichen Zeit hergezogen, nehme ich mal soll das heißen. Oder ist Xier sein Vorname? Ich denke, das ist Auriel. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Hat ein Gemischtwarenladen in der Stadt eröffnet. Das ist ein Geschenk für dich. Ein Gemischtwarenladen, hm? Interessant. Aber alles, was du brauchst, kannst du über Magiekauf bestellen. Vielleicht, aber ich bin sicher, er würde sich freuen, dich als Person kennenzulernen. Ich meine, klar, warum nicht? Und diese Blume ist super süß. Sie würde auf meinem Zeichenbrett toll aussehen. Danke für die Lieferung. Ah, 50 Münzen. Hier, das ist für deine Mühe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hab einen schönen Tag. Ich nehme das Geld an. Das ist mir egal. Ich würde nämlich gern das Geld zurückbezahlen an ihn. Ich weiß nur nicht mehr, wie viel. Schönen Danke. Oh, das waren 200. Ah! Oder? Doch, die 200 ist doch das, was ich zurückbezahlen muss, oder? Ja, ja. Ah, dann habe ich noch nicht genug. Okay, 200. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Schade. Okay, bring Mai eine Blume. Mache ich, wenn ich nicht wieder in die falsche Richtung laufe. Das sieht so doof aus. Wartet mal. Mann, das mal eben. Düngemittel, Blume, zack. So, dann haben wir nichts mehr in der Hand. Das ist doch schöner. So, was leuchtet denn da eigentlich? Sieht so komisch aus. Sind das Teleport-Dinger irgendwie? So, jetzt habe ich aber trotzdem die Suppe nicht dabei. Warum hatte ich die Suppe nicht dabei? Das weiß ich nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Ich habe etwas... Nee, das wäre dann die Suppe. Nee, genau. Haben wir die nicht aus Versehen gegessen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Oder habe ich die weggelegt? Ich habe etwas für dich. Das ist von Auriel. Er hat einen Laden in der Nähe eröffnet und möchte, dass du dies als Willkommensgeschenk bekommst. Was für eine schöne Geste und so hübsch. Ich werde ihn besuchen und ihm persönlich danken. Und danke, dass du mir das gebracht hast. Da du schon mal hier bist, nimm einen Cupcake. Ich habe gerade eine ganze Ladung gemacht. Wow, Cupcakes. Haha. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Dieses, ist jetzt Xier sein Vorname, sein Nachname? Keine Ahnung, es verwirrt mich hier irgendwie gerade total. Bring Gemmi eine Blume. Wer ist denn jetzt Gemmi? Ist das der hier? Ist der Einzige, dem ich schon mal begegnet bin? Keine Ahnung. Nee, das ist Manuel. Also das ist auf jeden Fall dieser komische, ja, nicht Schlangentyp. Was war denn das? Eidechse oder sowas, ne? Vielleicht ist das ja auch aus dem Chinesischen übersetzt. Das kann natürlich auch sein. Und da wussten die nicht, was das heißt. Keine Ahnung.
Du bist Lilly, du bist gar nicht der, den ich brauche. Beziehungsweise sie. Hi, kann ich dir helfen? Hallo, ich bin Gameplayerin. Bin neu hier und wollte mal Hallo sagen. Oh, hi, ich bin Lilly. Ich bin Vollzeit-Imkerin und Teilzeit-Schreinerin. Schön, dich kennenzulernen. Was ist denn das jetzt? Das sieht so ein bisschen nach Walfisch aus, irgendwie. Wow, du hast so viele Bienen. Ich liebe Bienen. Naja. Hast du keine Angst, gestochen zu werden? Ja, ich denke mal, dass sie so ein Räucherding benutzt, ne, was sie so beruhigen soll. Eine Schreinerin, cool. Was machst du denn so? Oh, dies und das. Was immer dir in den Sinn kommt eigentlich. Manchmal mache ich Möbel oder Skulpturen oder solche Sachen. Es ist eine Art kreatives Ventil für mich. Aber ich war in letzter Zeit nicht besonders kreativ, also halte deine Erwartungen lieber niedrig. Na toll. Kann ich das dann machen? Kann ich einige deiner Arbeiten sehen? Verkaufst du etwas? Ich meine, ja, aber es ist nicht so gut. Kleine Wachskerze. Ach, ich habe Hochbett gelesen. Ein Hochbeet, das wäre eigentlich cool, aber ich habe noch nicht mal Geld, um meine Schulden zu bezahlen. Das ist problematisch. Ich würde gerne was davon kaufen, ja. Aber ich habe halt kein Geld. Ich kann gar nichts machen. Ich weiß auch nicht, wie ich Geld verdienen kann. Keine Ahnung. Also ich kann schon was verkaufen, aber ja. Vielleicht kann ich Nahrung irgendwann verkaufen, wenn ich mal mehr habe. Ich weiß es nicht. Wer ist jetzt Gemmi? Gemmi kommt mir so bekannt vor, der Name, aber. Ach, ist das dieses Bar, was ich eben gesehen habe? Oh, Hallöchen. Wer oder was bist du? Bist du für einen Vibe-Check hier? Sieht so bekifft aus, es tut mir leid. Hallo, ich bin neu hier. Ein neues Gesicht in der Stadt. Wunderbar. Ich bin Luam. Ich leite das Spa. Es ist ein Ort, an dem du dich entspannen und wieder mit dir selbst und dem Universum in Verbindung treten kannst. Aber im Moment ist es geschlossen. Danke, vielleicht mache ich das. Im Moment ist es geschlossen. Danke, vielleicht mache ich das. Warum das Spa geschlossen, soll ich fragen. Okay, mache ich. Hier für den Vibe. Warum ist das Bar? Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, aber Geschenk ist nicht Lieferung, ne? Das ist jetzt wieder was anderes. Warum ist das Bar geschlossen? Das Spa? In letzter Zeit hat sich der Vibe des Wassers drastisch verändert. Könnte daran liegen, dass es pink ist? Die heilende Wirkung des Quellwassers der Stadt hat sich im Grunde umgekehrt. Das klingt schrecklich. Was können wir dagegen tun? Mach dir keine Sorgen, mein lieber Freund. Wenn die Bergquelle es so will, werden wir wieder gutes Heilwasser haben. Und wenn nicht, dann ist das Schicksal. Du kannst das Schicksal nicht ändern, du kannst es nur akzeptieren. Das ist totaler Quatsch. Aber wenn der Berg krank ist, dann braucht er unsere Hilfe. Du hast so ein gutes Herz. Aber einen ganzen Berg zu heilen, das ist etwas, das nur die Natur selbst entscheiden kann. Wir könnten wenigstens selbst nachsehen, was das Problem ist. Was für eine wunderbare Idee. Wer weiß, vielleicht ist deine Rolle in dieser Sache wichtiger, als ich dachte. Also, ja, er guckt nicht nur bekifft, oder ich glaube, es ist eine Sie, ne, eigentlich. Aber der hieß Luam. Luam hört sich so männlich an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal einfach er. So. Guckt ein bisschen bekifft und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er das auch ist. Hier können wir wahrscheinlich nicht rein, weil gesperrt ist, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Weil allein schon die Aus. Oh, hier wird behandelt oder wie? Allein schon die Aussage, man kann sein Schicksal nicht ändern, ist bedingt richtig, aber eigentlich Quatsch. Nira, ein Besucher? Was machst du hier? Ich meine, hast du einen Termin? Ich wusste nicht, dass ich einen Termin brauche. Kann ich einen machen? Du kannst nicht einfach so einen Termin bekommen. Ich bin sehr beschäftigt. Zu katalogisieren oder was? Okay, ich. Und wie genau mache ich dann einen? Es gibt eindeutig keinen Grund, einen Termin zu vereinbaren. Du siehst gesund aus. Versuche, Sport zu treiben oder dich gesünder zu ernähren oder so. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um wichtige Recherchen kümmern. Aha.
genau. Okay, da können wir nichts machen. Da ist wahrscheinlich... Oh, nee, die kann ich benutzen. Sie ist verschlossen. Kann ich nicht benutzen. Auf der Tür steht privat. Hatte ich schon irgendwie gedacht. Wissenschaftliche Ausrüstung. Forschungsnotizen. Ich kann die Worte lesen, aber ich verstehe nichts. Ja, das geht mir im Leben leider auch oft so. Nein, Quatsch. Das war jetzt nur ein Scherz. Das ist wahrscheinlich auch... Ah, nee, das sind die beiden Türen gewesen, ne? Genau, das waren die beiden Türen. Wer zur Hölle ist Gemmi? Und wo finde ich ihn? Ich gehe unten nochmal bei dem einen Typen rein. Weil sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich noch hin könnte. Bei mir oben ist ja keiner. Da hinten ist nur das... war er das hier? Moment. Bleib mal stehen. Ja, der war das. Ja. Hallo nochmal, genau. Du bist immer noch hier. Dir gefällt es wirklich nicht, hä? Was gibt es da zu mögen? Hier gibt es nichts. Das Dorf sieht so gemütlich und ruhig aus. So ganz anders als in der Stadt. Ha, Touristen. Ja. Ich habe etwas, nur für dich. Was? Ich will nichts kaufen. Geh weg. Oh, es ist nicht zum Verkauf. Das ist ein handgefertigtes Geschenk von deinem neuen Nachbarn, Aurel. Habe ich nicht die ganze Zeit Aurel gelesen? Warum sollte er das tun? Ich denke, vielleicht, weil er etwas teilen will, das er liebt. Und mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Ich bin mir nicht sicher. Ach, na gut. Gib mir das. Oh, er errötet. Gute Handarbeit. Das kannst du ihm selbst sagen. Hey. Vielleicht werde ich das tun. Okay. Bring Rudal eine Blume. Och nee, jetzt ist das schon wieder einer, den ich nicht kenne. Rudal haben wir doch eben nicht mitgesprochen, oder? Oh, ich gehe jetzt nochmal eben hier rein. Huh. Wie erzwungenes Nickerchen. Hä? Ich arbeite nicht so hart. Was war das denn jetzt gerade? Wollt ihr mich veräppeln? Hä? Ich fühle mich leicht verarscht gerade. Ach so, aber wenn wir sowieso mal eben da sind. Ich muss euch wieder gießen, glaube ich, ne? Haben wir jetzt den nächsten Tag? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ich meine 6 Uhr morgens. Ich denke mal, wir haben jetzt den nächsten Tag, oder? Aber es war doch gar nicht dunkel. Ich bin ja gerade total verwirrt irgendwie. Hallo? Achso, ist schon aufgefüllt. Okay. Nee, so. Jetzt habe ich wieder alles vergessen. Moment, wir konnten die Suppe hier drin machen, oder? Genau. Ach ja, das war das. Wir haben kein Brennnesselblatt mehr gefunden. Ja, und ich hatte die aus Versehen genommen, also gegessen. Das war's. Wieso steht bei mir eigentlich Tomaten 0 von 50? Sollen das... Ich denke, es sollen Tomaten sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. gut. Kartoffelsuppe. Petersilienblätter. Ja, Brennnesselblätter haben wir auf jeden Fall auch nicht drin. Das tun wir mal alles hier rein. Cupcake tun wir auch hier rein. Ja, was mit dem Kuchen ist, weiß ich. Ach so, doch, den hatten wir unten gemacht. Das war's. Ja, den nehmen wir mal mit, wenn ich den mal irgendwie brauchen sollte oder so. Dieser Bug, ne, der regt mich am meisten auf. Ich bin kein Mönch. So, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Die Brennnesselbretter. Die Brennnesselblätter sind aber nicht wieder neu gewachsen. Schade. Weil Brennnessel ja bekanntlich gut ist, wenn man krank ist und so weiter. Hat eine sehr heilende Wirkung. Wird ihm zumindest nachgesagt. Nee, da war kein Ausrufezeichen. Ich dachte gerade schon, es war nur dieser Hinweis, dass ich lesen kann. Ich habe so ein bisschen Angst. Tatsächlich. Wenn ich jetzt da unten hingehe und nochmal die Tür öffne, dass ich dann wieder umkippe. Ah, er ist aber draußen. Mit ihm will ich, glaube ich, nicht reden, aber...
Der mächtige Vier. Wie kann Rudal der Mächtige dir behilflich sein? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Hä, sollte ich dir nicht woanders geben? Oh, hoho. Ein kostenloses Geschenk? Ja, das ist für Geschenke so üblich. Ganz wunderbar. Was ist das? Es ist ein Geschenk von Aurel, dem neuen Gemischtwarenverkäufer in der Stadt. Ein neuer Verkäufer? Blasphemie! Wer braucht schon einen neuen Verkäufer? Wenn Rudal der Mächtige schon alles auf Lager hat, was man sich nur wünschen kann. Mysterium. Spektakel. Grimmskrams. Alles zu den niedrigsten Preisen, aber mit dem höchsten Maß an Aufregung und Verblüffung. Kaufe jetzt und erhalte eine Rudal der Mächtige Actionfigur gratis. Ich muss gehen. Geh und hol deine Geldbörse. Die Türen zur Aufregung stehen dir immer offen. Ja, genau. So, Moment. Nira ist hier oben links, glaube ich, gewesen, ne? Dieser Walfisch oder so. Man konnte ja leider nicht allzu viel sehen, aber der Kopf sah so ein bisschen aus wie ein Walfisch. So. Oh, diesmal als Imker unterwegs. Nee, das war Lilly. Ach. Okay, dann gehen wir wieder. Moment, ich muss los. Nira war aber nicht hier oben vom Spa, oder? Boah, ich sollte mir am besten eine Karte aufmalen, wo dann die ganzen Namen draufstehen. Gucken wir nochmal eben. Oder war die rechte hier Nira? Ah, ja. Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Nee, ich habe kein Geschenk für dich. Moment. Deine Lieferung ist da. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Muss ich etwas unterschreiben? Nein, nimm es einfach. Es ist von Aurel, dem Gemischtwarenverkäufer in der Stadt. Er würde sich freuen, dich dort zu treffen, wenn du eine freie Minute hast. Eine freie Minute? Lustig. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was für ein kompliziertes Design. Faszinierend. Vielen Dank für deinen Besuch. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, das ist alles. Okay. Dann Luam ist, glaube ich, der hier vorne gewesen, ne? Der, die, keine Ahnung. Hier für den Vibe. Lieferung für dich. Oh, was hat das Schicksal für uns auf Lager? Ein Geschenk von deinem neuen Nachbarn und Gemischtwarenhändler Aurel. Was für eine schöne Geste. Wenn du das Geschenk magst, dann wirst du auch die Person dahinter mögen. Die Sterne stehen günstig für uns. Wunderbar. Ja, er wirkt genauso abwesend wie beim letzten Mal auch schon. Aber gut, Lilly weiß ich zumindest noch, wer das ist. Hoffe ich zumindest. Ach nee, Moment, Lilly ist... Ah, ich habe mich schon wieder vertan. Ich dachte gerade, das ist Mai. Nein, Lilly ist natürlich der Walfisch-Fragezeichen. Der beziehungsweise die hier unten. Ja, sie ist noch da. Kann ich eigentlich in ihr Haus gehen? Nö, okay, schade. Hey, kann man da hochgehen eigentlich? Lieferung... Für mich? Wow, danke. Es ist so hübsch. Okay, tschüss. Warte. Das ist von Aurel. Wer? Er hat einen Gemischtwarenladen in der Stadt eröffnet. Okay, cool. Kann ich jetzt gehen? Nee, du kannst hier bleiben. Ja, nur er würde sich sehr freuen, wenn du ihn besuchst und Hallo sagst. Warum? Ich glaube, er will einfach alle hier kennenlernen, weil er ja jetzt hier wohnt und so. Das verstehe ich nicht. Aber okay, wenn du das sagst. Ja. Du kannst jetzt gehen. Juhu! Zeit für Eiscreme! Ja. Okay. Lassen wir mal so stehen. Können wir hier hoch? Ich weiß nicht, ob da oben irgendwas ist. Keine Ahnung. Oh. Oh, Hallöchen.
Zimtrahmen und Keksrahmen. Ach so, für Bilder. Bei Zimt habe ich natürlich jetzt als erstes ans Essen gedacht. Schande über mein Haupt. Da können wir nichts machen, ne? Nee. Bring Lyra eine Blume. Habe ich doch gerade. Nee, Moment. Das war doch Lyra, oder nicht? Hä? Nee, das war Lilly. Ja, ja. Ich muss los, ich muss los. Wer war denn jetzt Lyra? Och, bringt mich doch hier nicht alle. Wir haben doch jetzt alle durch. Lyra ist auch nicht die hier oben. Die hieß anders. Das war Tin. Hä, wieso ist der hier doppelt? Okay. Hafen, Backstübchen, Strand. Waren wir schon mal am Strand? Ich glaube nicht, ne? Aber die beiden hatten wir doch jetzt gerade. Das ist mein Zuhause. Oh, Bibliothek. Wie komme ich denn da hin? Bibliothek. Das geht da ganz runter. Ach so. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Das ist neben mir aufgegangen. Hilfe. Das ist ja wie ein Hogwarts hier. Aber cool. Und man kann auch nochmal runter. Hi, bist du vielleicht die, die ich suche? Lyra! Ach, guck mal. Ah, hallo. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin Lyra, die Bibliothekarin. Wer bist du? Ich bin gerade erst hierher gezogen. Eher zufällig. Klingt, als würdest du ein aufregendes Leben führen. Was ist mit dir? Ich, lebe in meinen Büchern. Man könnte also sagen, ich lebe viele Leben. Das klingt großartig und deine Bibliothek sieht beeindruckend aus. Oh, danke schön. Ja, ist alles in Ordnung? Das ist eine Katastrophe. Was ist passiert? Es ist der Baum des Wissens. Es geht schon seit einiger Zeit bergab, aber in letzter Zeit scheint es immer schlimmer zu werden. Was genau ist der Baum des Wissens? Er klingt wirklich besonders. Das ist er. Sie sind eigentlich ziemlich selten. Ich habe den Setzling von der Akademie bekommen, an der ich als junges Vögelchen studiert habe. Sie sind magisch verbesserte Bäume, die eine riesige Menge an Wissen speichern können. Mehr als jemals in eine Bibliothek passen könnte. Und mein Baum des Wissens scheint in schlechter Verfassung zu sein. Meinst du, es könnte etwas mit dem verschmutzten Fluss in der Stadt zu tun haben? Der Fluss in der Stadt ist verschmutzt? Du gehst nicht oft nach draußen, oder? Ich bevorzuge die Gemütlichkeit meines eigenen Nestes. Ach so, ja, gut, wenn sie auch Essen und sowas geliefert bekommt, dann ist das natürlich... es ist wirklich gemütlich. Ich mag es. Danke, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wie auch immer, ich muss etwas dagegen tun. Wenn der Baum des Wissens weiterhin in dieses Tempo kaputt geht... Nein, nein, ich will gar nicht darüber nachdenken. Aber die Außenwelt... Ach, ich bin sicher, dass der Baum des Wissens bald wieder in Ordnung ist. Ich wollte gerade sagen, die hat ein bisschen Angst, ne? Kleine Phobie vor Menschen oder Tieren in dem Fall. Hast du Angst, dein Haus zu verlassen? Naja, nein. Ich meine, ich kann mein Haus auf keinen Fall verlassen. Überhaupt, nee, kann es verlassen, oder? Überhaupt kein Problem. Jeden Moment. Du kannst es nicht, oder? Nein, das kann ich nicht. Das ist in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Naja, in Ordnung ist es nicht, es ist halt eine Krankheit. Ich werde versuchen, die Quelle der Verschmutzung zu finden und sie zu beseitigen. Das würdest du tun? Klar, ich bin bereit für ein kleines Abenteuer. Du bist so mutig, bewundernswert. Hey, ich würde es nicht tun, wenn ich mich dabei unwohl fühlen würde. Das ist okay. Ich werde so schnell wie möglich zurückkommen. In der Zwischenzeit kannst du dich um den Baum des Wissens kümmern.
Ja, ich werde mein Bestes geben. Mein armer kleiner Baum. Tut mir leid, dass es so schlimm geworden ist. Gameplayerin ist auf dem Weg zu deiner Rettung. Mehr kann ich nicht mehr. Kiefernpech? Ach so, Leim. Ah, okay. Bis dahin schenke ich dir ein paar magische Harztropfen. Okay. Aber ich würde dir gerne noch eine Blume schenken. Oh, hallo. Ich habe eine Lieferung für dich. Habe ich dich beim Lesen unterbrochen? Ach, schon gut. Beim Lesen unterbrochen, weißt du, gerade noch unterhalten. Ich habe nur, wie auch immer. Also hat die jetzt eine Phobie, nach draußen zu gehen? Das ist eine anerkannte psychologische Krankheit. Oder sitzt die irgendwie auf dem Nest oder sowas? Das würde auch noch erklären, weshalb sie sich nicht bewegen kann. Wie kann ich dir helfen? Ich kann später wiederkommen. Nein, nein, es ist okay. Das stört mich überhaupt nicht. Okay, ich mach's kurz. Das ist von Aurel. Wer ist das? Könnte es ein heimlicher Verehrer sein, wie in dem Buch? Bitte sag ihm, dass ich kein Interesse an dieser Art von... Nein, nein, nein. Er ist eigentlich dein Nachbar. Und er hat einen Gemischtwarenladen in der Nähe eröffnet. Das ist ein Geschenk und eine Einladung zum Besuch. Verdächtig genau. Was? Was? Nichts. Danke für die Lieferung. Ich werde darüber nachdenken. Okay. Aber sie scheint nicht auf irgendeinem Ei zu sitzen oder so. Sie sieht nur ein bisschen so aus. Ach nee, das sind Buchseiten. Ich wollte gerade sagen, die ist mit dem Baum irgendwie verwurzelt, aber das sind Buchseiten. Tatsache. Ja. Kehre zu Au. Ja gut, dann machen wir das nochmal eben. Dann schließe ich das nochmal kurz ab in dieser Folge. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall mal um den Baum kümmern. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal eben. Man kann nach unten gehen. Da sind auch noch Edelsteine. Also das sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal anschauen. Das ist daneben. Okay. Weil wir müssen ja irgendwie dem Geheimnis von diesem komischen Wasser oder was das ist da dahinter kommen. 75 von 70. Das füllt sich. Ach! Da oben rechts, das füllt sich auf und dann muss ich zwangsschlafen oder wie? Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Oh, hallo, was kann ich dir bringen? Ich habe alle Häkelblumen geliefert. Ah, wunderbar. Vielen Dank für deine harte Arbeit. Das war gar nicht so schwer. Eigentlich war das die perfekte Gelegenheit, mit allen zu reden. Das ist schön zu hören. Dann läuft alles nach Plan. Nach Plan? Aurel, du hast doch keinen bösen Masterplan, den du verfolgst, oder? Haha, ganz im Gegenteil, mein Freund. Ich habe schon immer davon geträumt, zu einer blühenden Gemeinschaft beizutragen. Eine, die im Überfluss, aber auch im Einklang mit der Natur lebt. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages mehr darüber. Aber heute muss ich mich ein wenig ausruhen. Ich glaube, mein Rücken ist nicht begeistert von der ganzen Arbeit die letzten Tage. Hier hinter zu stehen, oder? Oh, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Kann ich etwas für dich tun? Meine Güte, danke der Nachfrage. Ich denke, ein Tag Schlaf sollte fürs Erste ausreichen. Aber ich melde mich bei dir, wenn ich etwas brauche. Du kannst jederzeit fragen. Gut. Ja, dann sind wir auch erstmal so weit fertig, würde ich sagen. Wenn ich das richtig deute, werde ich wohl gleich eh umfallen, weil ich dann schlafen muss. Ich weiß immer noch nicht so genau, was dieses Tomatensymbol, also diese angebissene Tomate. Ach so, oder heißt das, ich soll was essen? Das könnte ich mal kurz ausprobieren. Moment. Das war das Kiefernharz. Ich kann es nicht ausprobieren, weil ich den gar nicht essen kann. Wieso kann ich den nicht essen? Okay. So viel dann dazu. Anscheinend können wir die Kuchen, die wir machen, nicht essen. Ja, und sonst habe ich jetzt auch nichts mehr zu essen dabei, ne? Außer, Moment. Lunchpaket. Ja, genau, das bringt noch mal. Ja, das könnten wir mal probieren. 9 Essen. So, das hat sich jetzt aufgefüllt. Aber trotzdem haben wir oben rechts die 70 voll und sind gerade, ja,
zwangsweise eingeschlafen und trotzdem ist mein ganzes Essen jetzt wieder weg. Den Sinn verstehe ich noch nicht so ganz dahinter, aber gut, ich wollte mich ja so oder so verabschieden, deswegen ist das kein Problem. Wir werden dann morgen mal schauen, ob wir da irgendwie dem Geheimnis hinterher jagen können, beziehungsweise ob wir da irgendwas machen können mit der Sache mit dem Wasser. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!